Und wir sind immer noch in der Arena. Und wir machen jetzt das nächste Quiz. Quiz? Quiz. Prüfe dein Wissen. Gibt es 9 offizielle Pokémon-Orden? Ne, es sind nur 8. Und die Antwort ist richtig. Ich gehe weiter. Voll nice. Oh, entwickelt sich Quapsel 3-mal. Quapsel, Quapuzzi. Nee, ich glaube nur 2-mal. Yes! Sind Donnerattacken gegen Boden-Pokémon sehr effektiv? Nein. Ey, wir rocken das hier voll. Unterscheiden sich 2 gleiche Pokémon mit gleichem Level? Ja. Das haben wir jetzt schon insgesamt 2-mal gehört. Also einmal vom Spiel selbst und einmal von einem Kommentar, den ich auch beim letzten Mal genannt habe. Ich weiß zwar nicht mehr, von wem der war, aber ich habe gesagt, da gibt es so einen. Ist TM28 die Froschattacke? Attacke mit GG. Ich kenne keine Froschattacke. Und Jan, wo ist richtig? Sehr schön. Froschattacke. Was ist hier? Leider nichts. Konnte ja sein, dass da irgendwie was ist von wegen. Ja, wenn du jetzt hier die 4 direkt richtig hast, dann ist gut. Haha! Ich bin Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Du solltest schon mal Feuerheiler parat halten. Oh, ich bin gespannt. Du mit deinen Fliegenaugen und du hast nur 3 Pokémons, wenn sie sind aber wahrscheinlich Level 60. Ach, 48. Ach komm, dann machen wir mal, versuchen wir mal hier. Okay, das war schon mal nicht so gut. Konfusstrahl? Ne, Konfusstrahl. Konfusstrahl. Ich bin auch sehr konfus. Ist das besser? Ja. Bitte nicht selbst angreifen. Oh, ich bin so gehypt. Gehypt. Was machst du denn für eine Scheiße? Warum greifst du nicht mit deinem Feuer an? Das ist doch voll gut beim Dave, oder? Dave ist Level 38. Es kann doch nicht sein, dass ich... So, ich hoffe mal, dass hier sich jetzt noch ein paar Leute entwickeln. Aufsteigen. Level technisch. Galoppa. Ist auf jeden Fall die Weiterentwicklung von diesem komischen Pferdeding da, oder? Ja. Aber das sieht sehr episch aus. Oh, Level 50. Yay, Geowurf! Dave, du reißt das! Bodycheck! Ah, Dave ist tot. Tada! Ach, Galoppa hat sich selbst verletzt dabei. Das ist natürlich sehr interessant. Wen haben wir denn noch hier? Level 40, Lars. Feuer? Wind? Schauen wir mal hier fliegen. Ach komm, hör mir mal auf mit deinem Drecksbodycheck. Oh, doch. Halt, halt! Oh mein Gott, zieht das viel ab. Aber... Oh, das war nicht so gut.
Ich glaube, noch ein Flügelschlag wird's dann reißen. Oder ich mach mal einen Ruckzuckhieb. Vielleicht bringt's das. Ja, sehr schön. Na, es erreicht Level 41. Arcani. Ist, glaube ich, die Weiterentwicklung von Fukano. Oder? Ja. 54. Fliegen! Oh, Lars ist tot. Aber Arcani sieht ganz süß aus. Ich finde, der hat sogar so ein bisschen Ähnlichkeit im Gesicht her von Crash irgendwie. Komm, nimm mal einen Alex. Ich glaube, der ist nicht so empfindlich Feuer gegenüber. Warte mal, ich habe Surfer. Ein Surfer ist ja bekannt. Hallo, halt. Oh, bekanntermaßen eine Wasserattacke. Aber nicht so gut. Aber ich mach mal hier. Ich habe da noch bestimmt ja Hypertrank. So. Reflektor. Panzer. Okay. Warum darfst du nochmal? Das ist nicht fair. Jetzt hat er wieder so wenig. Oh, Alex brennt. Ja, dann brennt er halt. Eigentlich könnte er sich jetzt damit löschen, aber gut. Brennung schadet Alex. Okay. Dann machen wir ja jetzt die Hornattacke. Und hoffen, dass Arcani hinüber ist. Wow! Es hat so viel gebracht. Nein! Ach, gut. Dann kommt jetzt der Dennis dran, würde ich sagen. Ja. Der macht halt jetzt. Der macht jetzt hier so einen schönen Donner. Hoffentlich verbrennt er nicht. Gut. Dann kommt halt Christoph. Der dürfte eigentlich nicht anfällig dafür sein, für Feuerzeug. Feuerzeug. hier machen wir Schlitzer und dann ist er aber auch mal gut, ne? Fitzelchen hat er noch. Yay! That was pretty easy. Und Christoph erreicht Level 44. Jetzt ist, glaube ich, Christoph der Levelstärkste. Baustelle. Mein Feuer ist erloschen. Du hast dir den Vulkanorden redlich verdient. Haha! Der Vulkanorden steigert die Spezialfähigkeiten deiner Pokémon. Nimm zusätzlich dieses Geschenk. TM 38. Feuersturm. Kutexo und Ponita sind dafür prädestiniert. Okay. Gegen Wasser-Pokémon machtlos. Das heißt, wir bringen unserem guten Christoph den Feuersturm bei. So, Pokémon. Nee. Item. das letzte irgendwo hier unten. Da. Kikeriki, Kikeriki. Ey, Alex kann alles, ne? Das ist der Überking, ey.
Ja. Kratzer, würde ich sagen. Okay. So, dann müssen wir jetzt noch im Poké-Center erstmal unsere Pokémon wieder aufladen. Und... dann werde ich mir die... Sonderbonbons schnappen. Und die mal hier unter den Pokémon verteilen. So. Genau. Auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, weil der Part, glaube ich, noch nicht oben ist, als ich das gefragt habe, wem ich die geben soll. Ich werde jetzt gleich einfach so verteilen, dass ich wahrscheinlich ein total OPes Pokémon habe und die anderen halt alle ein Level irgendwie aufsteigen. Aufnehmen. Die Sonderbonbons. Sieben Stück. Ablegen. Nehmen wir hier mal den Öffner, weil den brauchen wir gar nicht. Dann noch Bills PC, damit wir das wechseln können. Pokébox wechseln. Nummer 3. Ja. So. Und dann müssen wir Item. Moment. Speicher vorher. Item. Ganz unten. Sonderbonbon. So, 38. Dann bringen wir dich erstmal auf 40 oder 41. So, was haben wir denn noch? Hier der Lars, der kann noch ein bisschen. Den Dennis, den pushe ich mal noch ein bisschen. Nochmal der Dennis. So, dann gebe ich nochmal dem Dave eins. ...42, 42, 42, 42. Dann kriegt der Dave nochmal eins. So. Und... der Alex. So. Hätten wir die alle verballert. Dann gehen wir jetzt noch in den Markt. Verkaufen. Kann man TMs verkaufen? Oh. Da weiß ich, was ich gleich machen werde. Und zwar, was möchte ich denn verkaufen? Aufwecker lasse ich mal. Kann man die verkaufen? Das kann ich nicht gebrauchen. Ja, direkt aus dem Verkaufen-Menü raus. Fluchtseil. Komm. Genesung lasse ich mal. Carbon. Ich brauche eigentlich gar nicht so viel Geld. Okay. Jetzt sind eh 15 Minuten rum.
Ich werde mir jetzt mal die ganzen TMs angucken, die ich jetzt habe. Und werde mir die raussuchen, die einfach scheiße sind. Und werde die dann verkaufen. Und danach werden wir uns wiedersehen. Also eigentlich alle TMs, die keinen Schaden machen. Und das sind, glaube ich, einige, die ich da habe. Gut, dann bis nachher. Tschüss.